whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sehen Sie erstmal nichts. Na, da hinten schaut ein bisschen was raus. Heute geht es um die Special Releases aus dem Hause Diageo. Diageo, was ist das nun? Das ist eine Dachmarke, unter der, ja, ich möchte mal sagen, die meisten schottischen Malt Whisky Brennereien oder sagen wir ein Großteil der schottischen Malt Whisky Brennereien vereinigt ist. Denn Diageo ist der größte Scotch Whisky Hersteller der Welt. Und die schauen natürlich auf einen riesen Bestand an Lagerhäusern und bringen jedes Jahr eine, so eine, ja, schon seit einer grauen Zeit, ein Special Release raus. Und das sind also nun besondere Releases. Und heute geht es um das Release 2000, ja, ich glaube 15, ne? War 15 erschienen und 16 kommt es jetzt in die Geschäfte. Ich glaube, das Ding heißt 2015, Special Release. Und da sind einige alte Bekannte drunter, aber es sind auch neue Flaschen darunter. Und noch habe ich nicht alle vorliegen. Drum gibt es heute nur 5, die ich mir aber nicht alle an einem Tag gebe. Nein, da halte ich mich da noch zurück, weil die Whiskys sich gegenseitig dann mit ihrem tollen Geschmack doch beeinflussen. Was mich besonders gefreut hat, und herzlichen Dank dafür, der Herr Joe hat mir ein Tasting-Set, ein Probenset von diesen Whiskys zur Verfügung gestellt. Hier sieht man vorne drauf, kommt es da so, ne? So steht da eine Jahreszahl drauf. Special Release ist 2015, wusste ich doch. Da ist also jetzt ungefähr, ich schätze mal so, 01 drin. Und Sie sehen hier in der oberen Reihe 4, eigentlich soll es 5 sein, und unten noch weitere 4. Das heißt, es sind 9 Special Releases, aber hier in Deutschland werden aus welchem Grund auch immer nur 8 verkauft davon. Der hier oben, das ist ein Dalian, den es nicht gibt. Das stelle ich jetzt zur Seite. Und dann haben Sie schon mal einen Blick frei. So, einen Blick frei auf die Flaschen. Die Kleinlisch, die packe ich dann aus, wenn es soweit ist, zum Probieren. Dann haben wir The Cali. Das ist eine Abkürzung von The Caledonian. The Caledonian war eine Grain Whisky Brennerei. Also, dass wir hier jetzt auch einen Single Grain mit dabei haben. 40 Jahre alt, heftiges Teil. Dann ein Pity Weich oder Pity Wech. Eine Brennerei, die längst abgerissen ist, die, ich glaube, in Summe sogar nur 18 Jahre produziert hat. Es war eine Testbrennerei, mit der man also Probebrände gemacht hat. Dann Kalila, 17 Jahre, das Besondere daran anbietet. Einmal im Jahr, wohl nach der großen Wartung, wenn alle Behälter leer sind, fahren die eine Charge und eine gewisse Zeit lang anbietet, weil sie das für gewisse Blends brauchen. Und da kann man dann hier einen ganz ungewöhnlichen Kalila ohne Rauch rausziehen. Dann, wie immer, wir warten schon lange drauf, eine weitere Abfüllung des Broras. Alle kommen in einer ganz tollen Umverpackung mit, die ich jetzt hier nicht draufgestellt habe, aber wenn ich einzelne Whisky probiere, tue ich die mit dazu. Und dann gibt es hier noch ein kleines schlaues Buch, nur für mich. In dem steht nun drin, um was für Flaschen es geht. Nämlich diesen Brora 37 Jahre, haben wir gesehen. The Cali 40 Jahre, haben wir auch gesehen. Kalila 17 Jahre. Kleinlich Select Reserve. Kein Alter dran. Preis doch erheblich. Dalwayne 34 Jahre alt, kriegen wir leider nicht. Dalwini 25 Jahre alt, wird dann demnächst kommen. Wir haben noch einen Vorgänger mit 25 Jahren, glaube ich. Lagavulin 12 Jahre alt, ja, der kommt alle Jahre wieder. Dann mit einem anderen Batch, mit einer anderen Alkoholstärke. Dann der Pity Wech, 25 Jahre. Und dann natürlich der Port Ellen, 32 Jahre alt. Der müsste der aus der Annual Releases sein. Und das ist dann 14 oder so, ne? Irgendwo. Da müsste es sein. So, was ist an diesen Special Releases denn so special? Nun, einmal der Preis, der ist also über alle Maßen hoch. Der teuerste aus diesem Reigen dürfte der Port Ellen sein. Ich weiß nicht, haben Sie die 3000 schon geknackt? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber auch The Cali, weil er so special, so selten ist, das dürfte das älteste Fass von The Caledonian oder die ältesten Fässer der Caledonian Brennerei
von der nur noch ein Schornstein, glaube ich, steht zwischen Apartments, übrig sein. Dürften die letzten Fässer sein und damit im Prinzip, ja, die Chance, so einen uralten Whisky zu probieren, weil er so rar ist, 900 Euro oder so. Die anderen Flaschen, ja, nicht viel günstiger. Nein, ist falsch. Die andere Flaschen entsprechen ihrer Verfügbarkeit günstiger, weil vom Lagavulin jedes Jahr eine rauskommt, liegt die unter 100, uhu. Und die Kalila, weil die jetzt schon etwas älter geworden ist, liegt die knapp über 100, aber im Prinzip kommt da auch jedes Jahr was raus. Die begann, glaube ich, so bei 50, 60 Euro, beide, Lagavulin und Kalila. Und jetzt hat Kalila schon die 100 geknackt, Lagavulin, weil sie so viel rausbringen. Noch nicht. Die Menge macht es hauptsächlich aus, was diese Flaschen so special macht. Und ja, weil Diageo als Eigentümer dieser gesamten Brennerei diesen Zugriff auf diese seltenen Fässer als einziges weltweit hat. Das lassen sich bezahlen, aber dazu sei gesagt, es gibt eine gehörige Portion an Whisky-Genießern und Whisky-Sammlern, denen das Geld ganz schön locker sitzt. Und damit sind diese Flaschen typischerweise überkauft. Jetzt na vielleicht nicht The Kelly, weil Single Grain Whisky wird nicht so sehr gesammelt, aber dann doch die anderen. Ne? Und so ist es extrem schwierig, an A, die entsprechende Menge an Flaschen für unsere Kunden zu kommen. Und für die Kunden ist es schwierig, so eine dieser Flaschen zu ergattern. Traurige Sache. Aber dennoch probiere ich sie jetzt vor Ihnen, nicht um Ihnen den Mund wässrig zu machen, sondern um Ihnen vielleicht die Entscheidung etwas zu erleichtern, diese Flasche geschlossen zu lassen und dann in späteren Jahren mit dieser Flasche vielleicht einen Gewinn zu machen oder aber zu sagen, ganz was Altes. Gut, die anderen sagen, her damit, reißen wir gleich auf, sonst weg. So, die anderen Flaschen werden so im Laufe des Frühjahrs 2016 eintrudeln. Und wenn wir Pech haben, werden sie nicht eintrudeln, so wie die Dalwayne hier nicht eintrudeln wird. So kann es sein, dass die Kontingente, die man zugeteilt bekommt, massiv beschnitten werden, warum auch immer. Ja, meistens liegt es am Geld. Gut, das waren nun die Vorbemerkungen und nun geht's in die einzelnen Flaschen hinein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.